Ja, hallo und herzlich willkommen. Und bevor sich jetzt jemand fragt, was, hatten wir das Spiel nicht schon durchgespielt? Ja, schon, aber Suras Reise ist noch nicht vorbei. Zumindest noch nicht ganz. Denn nachdem wir das Spiel durchgespielt haben und ich die Aufnahme schon beendet habe, habe ich gemerkt, wir haben noch was freigeschaltet. Und zwar ein erweitertes Story-Ende sozusagen. Und das kann ich natürlich euch nicht vorenthalten, ne? Und da gehen wir doch mal glatt hier auf Episoden und schauen mal, was wir denn da so Schönes haben. Da können wir mal so schauen, ne, hier, wie viele Kapitel wir haben. Können wir auch mal sehen, wir haben hier eigentlich fast überall S- und A-Rang. Was ihr da links seht auf leicht, das ist mein Kumpel, der spielt das nämlich, der hat das nämlich bei mir auch schon gespielt. Der ist so eine Pussy, der spielt das immer noch auf leicht. Na, aber guck mal, wir haben es ja wesentlich besser gespielt und das auf normal, ne? Naja, aber was ich jedenfalls zeigen wollte, hier Episode 18, der Bruchpunkt, das war ja die letzte Folge, sozusagen, die wir gespielt haben, das war ja das Ende. Und dann habe ich gemerkt, nein! Das wahre Ende, die wahre Episode 18, was kann denn da passieren? Ja, die Schicksalswende, und wir sehen dann die kleine goldene Spinne. Sollte sich doch endlich mal unsere Fragen lösen? Jedenfalls, das werde ich natürlich jetzt spielen. Da wird jetzt aber im Großen und Ganzen nichts Neues kommen. Im Grunde ist es eigentlich wie Episode 18, der komplette Kampf gegen Vlitra. Alles komplett das gleiche, nur das Ende ist anders. Daher werde ich mitten im Spiel jetzt einsteigen. Ich werde das Spiel jetzt starten, werde kurz bevor ich Vlitra besiege, werde ich wieder einsteigen. Und dann wollen wir mal sehen, was denn jetzt am Ende so Spannendes noch passiert, ne? Die Schicksalswende. Naja, ich starte das Spiel. Ja, willst du das Spiel spielen? Na klar. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, komm. Möchtest du spielen? Ja, habe ich doch schon gesagt. Ja. Die wahre Episode 18. Die Schicksalswende. So, Leute. Und weiter geht es mit der wahren Episode 18. Die Schicksalswende. Ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgekämpft. Wir sind ungefähr in der Hälfte des Kampfes mit Vlitra. Und wir steigen auch sofort wieder ein. Wir wollen ja das wahre Ende sehen. Und los geht's. Ihr seht schon unsere Wut. Wow, Anzeige ist schon... Ja, so gut wie voll. Wow. Verdammte Scheiße. So, und jetzt muss ich hier erstmal Vlitra mal ordentlich in die Fresse schlagen. Pam, so. Los, schaffen wir es noch. Jawohl. Pam. Alles klar, aber Vlitra haben wir ja schon mal besiegt. Also sollte das hier auch kein großes Problem werden. Ja, so, Kollege. Scher dich weg. Pam. So. So, jetzt müssen wir erstmal den ganzen Weg dahin laufen, aber der Kollege kommt hier eh gleich angejumpt. So. Wow, wow, wow. Ach, schon wieder dieser doofe Laserstrahl. Oh, oh. Hua! Schnauze! Nerv mich langsam hier, Kollege. Kriegst das mal schön auf die Omme. Ja. So. Backen halten. Jetzt gibt's schön auf die Fresse. So. Wow. Ja. Joscha. Excellent. So, Vlitra. Mal schön in die Fresse rein. Ja. Ja, verdammt.
Joscha! Ja! Genau! Die Welt braucht dich nicht! Ja! Stirb! So Leute, da haben wir Vlitra noch einmal bezwungen. Und da stirbt die unreine Seele des Planeten. Vlitra ist Geschichte. Und wir haben mal wieder einen sehr schönen Krater hinterlassen. Ja, keine Sorge. Alles wird gut. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, was am Ende jetzt eigentlich passiert. Bis jetzt ist es ja alles so wie gehabt. Aber das Ende, ne, Leute, das kommt jetzt. Wir schweben mal wieder halb bewusstlos im All. Aber wir haben es geschafft. Is it over? Oh ja. Is it really all over? I don't know. Well, is your wrath gone? I said I don't know. I see. Let us go. Mithra is waiting. Ja, das tut sie. Das tut sie. Right. Und da wartet sie auch schon auf uns. Ach ja, welch schönes Happy End. Mithra. Wait. What? So you made it back. Nein. Olga. I am very happy to see you both in one piece. If you had lost to Vlitra, who would I exact my revenge on? Olga! Stop this! I shall not! Lord Deus was everything to me. As long as Lord Deus was alive, nothing else mattered. Ach, halt die Fresse! But he is gone. I will never see him again. Now, you shall feel my pain! Oh. Oh. Okay. I do not think so. You shall not destroy my precious vessel. What? Okay. You. Das ist doch. At last, my plan is realized. Das ist doch unser Spinnkollege aus Nakara. Aber. Warum?
I am the true God, the embodiment of the wheel of life, the spinner of all mantra. What's up? Boah. Na, wenn das jetzt nicht noch mehr Cliffhanger ist als vorher, dann weiß ich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, Leute. Ach du Güte. Ja, sogar eine Trophäe erhalten. Kämpfer. Und noch eine Trophäe. Halbgott. Mann, cool. 2 Silbertrophies. Mal gucken, ob am Ende noch was kommt. Das ist jetzt mir extrem Cliffhanger auf einmal. Mal schauen. Speichern dann natürlich nochmal. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Kommt noch was oder wird uns jetzt nichts sagen zurückgelassen? Okay. Ja, an einem unbekannten Ort. Hui. Du hast dich gut geschlagen, so weit zu kommen. Wer ich bin der wahre Gott. Die Verkörperung des Rad des Lebens. Der Antrieb des Mantras. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe dir die Kraft des Mantras verliehen und die Goma auf die Welt losgelassen, um dich zu prüfen. Und du hast dich als würdig erwiesen, deshalb bist du hier. Okay. Was geht ab? Du darfst jetzt gehen, zurück zum Rad des Lebens. Du hast meine Erwartung übertroffen und bist meiner Lobpreisung würdig. Du wünschst, in dieser Welt zurückzubleiben? Du wirst hier nicht länger gebraucht. Aber wenn du drauf bestehst... Ich bestehe sehr gerne drauf, ja, danke. Die Wahrheit zeigt sich nicht jedem. Aber Asuras Zorn bleibt. Sein Bestreben, seine Wut zu unterdrücken, dauert an. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ja, das war das wahre Ende. Kein gutes Happy End. Wie in Folge 18. Nein. Zuerst kam Olga. Olga ist dann gestorben durch die Spinne. Und naja, unser kleiner Spinnenkollege empuppt sich als Verräter. Und hat uns unsere Tochter Mitra sozusagen entrissen und als Gefäß benutzt, um sich als allmächtiger Gott sozusagen zu... Naja, so zu machen halt. Das hat zwar jetzt ein paar Fragen geklärt, was mit Olga passiert ist und was mit der Spinne passiert ist, aber die Frage ist, was passiert als nächstes? Und da glaube ich, dort wird der von mir schon angesprochene DLC anknüpfen, der ja in 4 weiteren Episoden erzählt werden soll. Und wahrscheinlich werden wir uns dort der goldenen Spinne sozusagen stellen, besiegen und Mitra ein für alle Mal retten und die Welt ebenfalls. Naja, dies war nochmal so eine kleine Special-Folge, sag ich mal, so am Ende, das wahre Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ist das Let's Play vorübergehend zu Ende, halt bis zu den DLCs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch so gespannt drauf auf den DLC, was denn jetzt passiert, weil das ist ja jetzt richtig spannend, was noch passiert. Naja, bis dahin sage ich Tschüssikowski, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss.